Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Cook Together, dem Format, bei dem ich mir einen Gast in die Küche einlade. Und heute ist es die wunderbare Aurélie neben mir. Ja, c'est moi. Genau, und was machen wir heute? Ein Risotto. Ein Pilzrisotto, das stimmt. Genau. Das ist ganz lecker, super einfach und es gefällt jedem. Mir inklusive. Sie macht nämlich ein richtig gutes Pilzrisotto und deswegen überlasse ich ihr heute auch den Kochlöffel. Und Aurélie, du darfst uns heute zeigen, wie dein wunderbares Pilzrisotto funktioniert. Du bist heute mein Cuisto. Auf geht's, was auch immer ein Cuisto ist. Die ganzen Zutaten habe ich schon bereitgelegt. Das meiste davon hatten wir sogar zu Hause. Von daher ist es von den Zutaten ziemlich einfach. Wir haben alles immer zu Hause. Ich denke, das ist auch das Ding. Das kann auch sein. Ich kaufe immer sehr großzügig ein. Wir haben so viel im Schrank. Heute verbrauchen wir auch ein bisschen was. Und zwar benutzen wir 250 Gramm Risotto-Reis. 100 Gramm Parmesan. Außerdem 300 Gramm Champignons. Ja, und das ist hier eine Mischung von weißer Champignon und Kräuterseitlinge. Das sind aber nochmal 150 Gramm, also insgesamt 450 Gramm Pilze. Ja, genau, wir haben ein bisschen mehr. Also ich finde es super lecker, wenn es mehr Champignons gibt, aber das ist eure Wahl. Außerdem eine weiße Zwiebel. Genau, gemischt mit einer Schalotte. Eine Zehe Knoblauch sehe ich noch. Ein bisschen Petersilie. Etwas Zitronensaft. Und dann Weißwein, das ist ganz wichtig. Der Wein muss nicht gut sein. Es geht direkt in die Pfanne, also daher, von daher genau. Würde ich keinen guten nehmen, das wäre ein bisschen schade. Lieber den billigen, der bringt fast das identische Aroma rein und den guten Wein, den trinkt man natürlich dann lieber zum Essen dazu. Außerdem auch noch ein bisschen Gemüsebrühe, das sind 850 Milliliter. Ja, Olivenöl natürlich. Natürlich und etwas Butter zum Anbraten. Und dann eventuell ein bisschen Creme fraiche, es muss nicht sein, da die eigentlich diese cremige Konsistenz kommt von, vom Reis. Aber ja, in den Pilzen wenn man es extra cremig haben möchte, dann noch ein bisschen Sahne oder Creme fraiche. Ein bisschen noch dazu. Erster Schritt, wir werden unsere Champignons vorbereiten. Genau. Wir haben also zwei Sorten. Also diese Sorte ist super sauber schon. Kräuterseitlinge. Wir müssen sie in kleinen Stücken schneiden. Das kannst du gern machen. Mache ich gerne. Schnapp ich mir mal ein Brett. Für diese weiße Pilze würde ich einfach den Fuß abmachen. Und die Haut natürlich. Ja. Wo die da drin genau. Alternativ kann man sie natürlich auch einfach waschen mit einem feuchten Tuch oder einer Pilzbürste, falls ihr sowas habt. Aber die Haut abmachen ist natürlich auch eine Variante. Könnte eine gute Variante. Ja. Diese sind sehr sauber. Einfach schneiden. Ja. Nicht zu klein, weil sie auch schmelzen. Ich meine, Pilze, er sieht sehr viel. Die verlieren ziemlich viel Volumen. Aber, ja. Genau, sie verlieren sehr viel Volumen. Ich glaube, Pilze sind zu wie viel Prozent Wasser? Ich glaube, ich habe mal gelesen. 95%? Oh, ist wirklich, wirklich, vielleicht auch 90. Ich weiß nicht, welche Pilzart es war, aber eine besteht auch wirklich komplett aus Wasser im Grunde. Was total verrückt ist. Aber es erklärt natürlich, wieso die Pilze dann so zusammenschmuggeln, wenn man sie in die Pfanne gibt. Und wir haben diese Sorten, weil es gerade nicht so die Pilzsaison ist. Aber ihr könnt natürlich Waldpilze kaufen. Ja, Steinpilze zum Beispiel wären auch super. Super. Oder auch Pfifferlinge. Ja, Pfifferlinge. Wow, das ist natürlich das Beste. Mit Pfifferlingen ist es wahrscheinlich das beste Risotto. Also wenn gerade Herbst ist, wenn ihr dieses Video schaut, dann holt euch am besten Pfifferlinge. So, die Pilze sind fertig geschnitten. Die kommen erstmal an die Seite. Und wir kümmern uns jetzt um Schalotte und Zwiebeln. Ja, ich mache die Schalotte, du machst den Zwiebeln. Das heißt, ich werde weinen und du nicht. Du hast mein Messer geklaut. Oh ja. Ich brauche auf jeden Fall das scharfe Messer. Denn je schärfer das Messer ist, desto weniger weint man, wenn man Zwiebeln schneidet. Denn dadurch, dass. Okay. Das war gut. Bitteschön, deine Charlotte. Was ich gerade erklären wollte, ist, je schärfer das Messer ist, desto weniger werden diese Zwiebelkapseln zerstört und dadurch tritt weniger Zwiebelflüssigkeit aus und dadurch weint man auch weniger. Wusstest du das? Nee, wusste gar nicht. Deswegen? Also man merkt auch sehr schnell, dass ich viel weniger Technik wie als Julian habe. Ich weiß noch, als ich früher bei dir immer war und wir gekocht haben, habe ich immer extrem viel geweint, wenn ich Zwiebeln geschnitten habe, weil ihre Messer immer extrem stumpf waren und man hat wirklich gesehen, wie der ganze Zwiebelsaft sich verteilt hat. Aber ich habe auch Kontaktlinsen, von daher fühle ich das nicht so sehr. Ach stimmt, die helfen natürlich als Schutzschild, daran habe ich noch nie gedacht. So, du kannst jetzt eigentlich auch schon mal die Pfanne vorheizen, weil die Zwiebeln und die Schalotte, die kommen ja gleich da rein und werden vermutlich ein bisschen angeschwitzt. Das mache ich super gerne und jetzt kommt die Butter in die Pfanne. Und den Knoblauch brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Ja, es kommt jetzt in die Pfanne mit der Butter. Sehr, sehr klein schneiden. Sehr, sehr klein hacken. Ja. Also wir machen jetzt eigentlich die Champignons mit dem Knoblauch zusammen. Schon eine super Mischung. Der Knoblauch kommt direkt in die Pfanne. Aber aufpassen, dass es nicht anbrennt.
ist bei Knoblauch immer ganz gefährlich, weil der sehr, sehr schnell Bitterstoffe entwickelt. Also sobald er irgendwie braun wird oder so, ist es schon zu heiß. Von daher auf ganz geringer Stufe mit der Butter ein bisschen anschwitzen. Und ohne Schalotte. Die ein kommt, Stückchen ist gefallen. Die kommt erst später rein. So, die Pilze sind schon mal in der Pfanne, wie ich sehe. Ja, und als nächstes kommt der Petersilie in die Pfanne. Mhm. Die Petersilie habe ich natürlich schon gewaschen und man kann sie am besten ganz klein hacken, wenn man sie so als kleines Päckchen bindet und dann mit dem Finger das Messer praktisch führt und so eine wippende Bewegung auf und ab macht. Braucht natürlich so ein bisschen Übung. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass die Finger immer hinter dem Messer sind, damit die auch bloß nicht irgendwie an die Klinge rankommen. Und ich merke, es war ein bisschen knapp mit der Butter. Mhm. Wir können ein bisschen mehr reinmachen. Weil wir wollen, dass unsere Champignons schön weich und buttrig sind. Buttrig. Butter macht sowieso immer besser. Okay, also jetzt sind sie ein bisschen reduziert. Das ist der Moment, wo man ein bisschen Petersilie reinmachen kann. Nimm so viel du möchtest. Also jetzt könnt ihr merken, es ist schon deutlich weniger geworden. Und das ist der perfekte Moment, um ein bisschen schon Weißwein reinzutun. Sehr schön. Kann man das Rezept theoretisch auch ohne Weißwein machen, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund nicht auf das Aroma steht? Ja, natürlich kann man ohne, aber da geht viel verloren. Es ist viel besser mit Wein. Na dann, also rein damit. Es ist besser mit Wein. Rein damit. Also einfach, ja, vielleicht 3 Esslöffel, würde ich sagen, ungefähr. Okay. Oh, das ist noch wirklich deutlich besser geworden. Ja, der Wein, der sorgt schon mal für einen richtig schönen Geschmack. Und der Parmesan natürlich auch. Ich persönlich liebe Parmesan über alles. Es ist für mich, glaube ich, der beste Käse überhaupt. Mir ist gerade aufgefallen, dass es das erste italienische Rezept ist, was ich auf dem Kanal gemacht habe, seitdem ich in Florenz war mit Aurelie. Da haben wir auch tolle Videos gemacht. Ja, stimmt. Wir haben auch da ein Risotto gegessen. Ein richtig gutes Zitronenrisotto. Ja. Boah, das war sehr, sehr gut. Das müssen wir auch irgendwann. Wir können auch vielleicht mit diesen Algen am Ende ein bisschen drauf machen. Ah ja, stimmt. Könnte passen. Wir haben da in einem Restaurant so ein Zitronenrisotto mit Algen, frischen Algen. Waren die frisch? Nee, die waren getrocknet. Nee, diese trockenen, genau. Mit so getrockneten Algen oben drauf gegessen und das war super, super lecker. Ein bisschen Seetang, das heißt Seetang. Ja, getrockneter Seetang war das. Und jetzt habe ich Lust, dass wir am Ende ein bisschen Seetang drauf machen. Ja, können wir mal probieren. Ein bisschen, also es war normalerweise nicht im Rezept, aber gerade habe ich total Lust, das zu machen. Ja. Praktischerweise haben wir auch Seetang zu Hause, weil ich alles immer habe, was es also gibt. Also hier ist es kein Haus, es ist ein Supermarkt. Wie lange muss es ungefähr köcheln, bis die ganze Feuchtigkeit, die Flüssigkeit da verdampft ist? Ich würde keine Zeit geben, ich habe keine Ahnung, so lange wie es so lange, wie es braucht. Flüssigkeit gibt. Gute Antwort, es braucht so lange, wie es braucht. Auch die Wartezeit. So viel besser. Der ist gut. Was denkst du, Julian? Willst du ein bisschen sagen? Ja, von mir aus, ja. Das sieht schon richtig lecker aus. Genau, und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Ich mach Salz, du machst Pfeffer. Sehr schön, und wann kommt jetzt der Risotto-Reis ins Spiel? Aha, also das ist jetzt der Moment, wo es anfängt. Wir machen jetzt unsere schöne Mischung wieder in einem Schal. Das Praktische daran ist, dass man alles in einer Pfanne machen kann. Und deswegen werde ich die Pfanne jetzt auch mal kurz auswischen, damit wir da drin gleich den Risotto-Reis kochen können. Die Pilze kommen kurz an die Seite und kommen dann später wahrscheinlich wieder mit rein, oder? Natürlich, ganz am Ende kommen sie wieder in die Pfanne. Mhm. Und jetzt können wir ein bisschen Olivenöl benutzen. Gutes Olivenöl in die Pfanne. Mhm. Einfach 2 Esslöffel. Ja, ich glaube, die Italiener nehmen sowieso immer etwas mehr, als, als so im Kochbuch steht. Und jetzt werden wir den Reis erstmal anbraten, oder was passiert? Erstmal die Zwiebeln. Ah ja, okay. Also unsere Schalotte-Zwiebelmischung. Mhm. Genau, du kannst alles. Ja. Das Ganze natürlich bei kleiner Temperatur, damit auch da nichts anbrennt. Also Zwiebel und Schalotte einfach anschwitzen, so wie ihr es aus so vielen Gerichten kennt. Ich würde sagen, Sie können jetzt ein bisschen Gesellschaft bekommen vom Reis, oder? Ja, absolut. Wofür brät man den Reis an? Ist das für den Geschmack oder für die Konsistenz? Ja, es ist, dass er eigentlich das Olivenöl besser aufnehmen kann. Ja, ja. Ah, okay. Also es öffnet wahrscheinlich irgendwelche Poren bei dem Reis. Ja, und dann, du wirst sehen, es kommt jetzt natürlich der Wein. Der Wein kommt jetzt auch da nochmal dazu. Genau, das ist der Moment, wo der Reis wirklich den Wein säugt und dann diesen leckeren Geschmack bekommt. Sehr schön. Also dann, von Öl, von Zwiebeln und von Wein. Okay, cool. Na dann, rein damit. Genau. Ich
Centiliter. Wir haben schon ein bisschen für den Champignon benutzt. Und jetzt, ja, ich meine, ich mache das auch ein bisschen vom Gefühl. Ich meine, das sieht gut aus. Das ist die richtige Menge. Ja, kann man bei Wein überhaupt viel zu viel reinmachen? Also nein, man kann nie zu viele Weine reintun. Ja, weil ich meine, von der Alkohol, der verdampft ja sowieso. Und im Grunde wird ja das Aroma nur noch mal einen Tick stärker. Deswegen, wenn ihr ein bisschen mehr Wein benutzt, dann wird ihr wahrscheinlich ein bisschen weniger Brühe. Einfach wegen der Flüssigkeit, weil dann der Wein nicht mehr, der Reis nicht mehr so viel das Flüssigkeit ist auch, hat. Ich meine, das ist auch ein bisschen relativ. Das ist, was wir normal so brauchen. Aber es kann sein, dass Reis schon früher gekocht wird oder ein bisschen später, dann müsst ihr ein bisschen mehr Wein reintun zum Beispiel oder ein bisschen mehr Gemüsebrühe. Ja, man muss ein bisschen probieren. Risotto ist total eine Gefühlssache. Ja, und wahrscheinlich habe ich auch deswegen, das beim ersten Mal, als ich es versucht habe, als ich irgendwie 22 war, habe ich es total versaut. Der Risotto, der war wirklich noch total hart und von der Konsistenz nicht richtig cremig. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis für mich. Und ich habe mich dann nicht mehr an Risotto rangewagt. Ich habe nie versaut, weil eigentlich Risotto ist ganz einfach. Das einzige Problem ist, dass man neben der Pfanne bleiben muss. Stimmt, weil man die Flüssigkeit natürlich immer wieder ein bisschen nachgießen muss und der Reis nach und nach diese Flüssigkeit aufnehmen muss und man eben nicht alles auf einmal reinkippen sollte. Und jetzt kommt das Wichtigste, diese Gemüsebrühe darf man natürlich nicht alles auf einmal in die Pfanne reintun, aber immer ein bisschen. Immer so schlückchenweise. Schlückchenweise. Dann einrühren. Einrühren. Und der Reis muss diese Flüssigkeit langsam saugen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das Risotto ist nicht kompliziert, aber man muss neben der Pfanne bleiben. Also vielleicht mit einem YouTube-Video von Julian. Zum Beispiel. Irgendwas. Aber genau, diese Gemüsebrühe darf auf keinen Fall auf einmal ganz in die Pfanne kommen. Sondern so nach und nach. Nur ein bisschen auf einmal, dann einrühren und ganz, ganz viel Geduld haben. Immer warten, bis die Flüssigkeit wieder verdampft ist oder beziehungsweise in den Reis eingedrungen ist und dann wieder einen Schluck von der Gemüsebrühe mit reingeben und das Ganze so 10, 15 Mal wahrscheinlich machen, bis die komplette Gemüsebrühe in dem Reis drin ist. Genau. Und dann ist der Reis am Ende gar und hat eben diese Risotto-Konsistenz, die ja schon noch irgendwie so ein bisschen al dente ist. Weiß ich gar nicht, sagt man es bei Reis, al dente? Doch. Aber dieses Bissige. Und trotzdem hat man diese schöne cremige Konsistenz, die beim Risotto eben so wundervoll ist. Es ist auch super wichtig, dass man Risotto-Reis nimmt und nicht irgendwie Langkorn oder Basmati. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal sagen, Ich hoffe, es ist offensichtlich. Es wird nicht klappen mit einem normalen Reis. Also ganz, ganz wichtig. Risotto-Reis. Ja, soweit ich weiß, ist es wegen der Stärke, weil der Risotto-Reis mehr Stärke abgibt und dadurch bekommt man eben diese schöne cremige Konsistenz. Und bei Langkornreis und sowas bekommt man das eben nicht und das Ganze wird einfach ein Desaster. So überhaupt nicht gut. Ja. Ich habe schon ein Risotto mit Buchweizen gemacht und das ist auch sehr lecker. Also das kann ich auch vielleicht ein nächstes Mal machen. Ja, wieso nicht? Ja, ein Buchweizen-Risotto. Wenn ihr mehr Rezepte von Aurélie sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ganz anders, aber auch sehr, sehr gut. Sehr schön. Also ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus jetzt, aber ich muss probieren, nur zu testen, wie knackig der Reis noch ist. Ich teste so lange den Wein weiterhin. Und? Ist wahrscheinlich noch zu hart, oder? Ja, es ist zu hart. Ja, weil wir auch noch ziemlich viel Gemüsebrühe hier haben. So, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten lang gerührt und immer wieder ein bisschen Flüssigkeit nachgegossen. Es ist nicht das schnellste Rezept, aber eigentlich relativ einfach zu machen, weil man nicht wirklich viele Arbeitsschritte hat, oder? Das ist super einfach, so wie gesagt am Anfang. Und man muss sich auch ein gutes Essen verdienen, oder? Genau, und allein der Duft, der jetzt hier schon in der Küche ist, der entschädigt eigentlich schon für die Zeit, die man da rein investiert hat. Es ist auf jeden Fall so ein Rezept, was man mit Freunden irgendwie beim Kochabend, finde ich, machen kann. Ja. Alleine würde ich jetzt nicht mich 40 Minuten an den Herd stellen, aber du schon? Ja, klar. Sehr gut. Also jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer in die Pfanne. Salz auf keinen Fall, da die Gemüsebrühe schon sehr salzig ist. Also ganz wichtig, kein Salz noch dazu zu machen. Sonst. Genau. Und natürlich kommt jetzt auch der Parmesan mit rein. Der macht das Ganze noch mal cremiger. Und jetzt der letzte und Lieblingsschritt. Natürlich, wenn die Champignons
in die Pfanne reinkommen. Sehr schön. Darf ich? Natürlich darfst du. Ich habe schon richtig Hunger, weil gerade wenn es so Rezepte gibt, die mal etwas länger dauern als die Rezepte, die es so normal auf meinem Kanal gibt, dann entwickle ich echt so einen unglaublichen Appetit und kann es kaum abwarten, bis das mal fertig ist. Aber das sieht schon echt gut aus. Und jetzt fehlt eigentlich gleich nur noch ein bisschen Zitronensaft, wenn man es denn mag. Also ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, da ein bisschen Säure reinzumachen. Aber für mich persönlich muss in fast jedes Essen irgendeine Art von Säure rein. Ja, aber vielleicht können wir einen Test machen. Wir machen einen Teller mit und einen Teller ohne. Genauso machen wir, genauso können wir es mit den Algen machen, wenn wir die wirklich rübergeben wollen. Genau. Bin ich sicher, ob es passt oder nicht, aber die Idee finde ich ganz nett, von daher. Ich denke schon, also die Algen finde ich sehr, sehr interessant, die sind auch sehr salzig, also das ist noch ein bisschen Salz. Haben wir irgendwann, du hast die, glaube ich, gekauft, oder? Ja, in irgendeinem Asia-Store. Genau, Asia-Supermarkt. Wofür haben wir die benutzt? Für Miso-Suppe, glaube ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache sehr, sehr oft Miso-Suppe mit Seidentofu und Algen, das ist auch super lecker. Sehr einfach. Julian, es ist bereit. Sehr schön. Ich denke, wir können jetzt essen. Auf den Moment habe ich seit 50 Minuten gewartet. Ich auch. Ich hole meine Schüssel. So, da sind wir endlich mit unserem wundervollen Risotto hier und einem neuen Glas Wein. Mussten wir natürlich auch. Also damit könnt ihr total ein Chablis trinken oder ein Bourgogne. Das ist ein Macon Village. Ich finde, Weißwein passt am besten, da es schon Weißwein in der Zubereitung gibt, aber je nach Geschmack. Was auch immer ihr mögt. Von daher würde ich sagen, Santé. Santé. Prost. Und dann jetzt natürlich das Risotto. Ich bin sehr gespannt. Aber ich habe noch meinen Seetang. Du hast noch deinen Seetang, stimmt. Ja. Ich probiere erstmal ohne das Seetang, dafür mit Petersilie und Zitrone. Genau, diese Variante mit Petersilie und Zitrone. Wir können probieren. Oh, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Aber mir fällt auf, der Zitronensaft, der ist wirklich ein bisschen zu aggressiv. Aber du hast nicht gemischt, deshalb. Stimmt, ich habe vergessen umzurühren, Also der frische Zitronensaft, der jetzt oben drauf war, der war wirklich ein bisschen zu aggressiv, weil dieses Essen einfach super schön rund ist und hat ganz viele feine Geschmäcker. Vor allem auch der Parmesan, der kommt richtig durch. Aber wenn ihr euch entscheidet, das mit Zitrone zu machen, das ist natürlich besser direkt in die Pfanne. Oder nicht so auf dem Teller, das ist ein bisschen komisch. Gut, dann probiere ich auch mal was von dem Seetang. Oh, ich finde es sehr fein mit Seetang. Ja, du findest es gut? Ich finde es wirklich fein. Es passt sehr gut. Ich werde mir auch mal ein bisschen was drüber machen. Eine Inspiration von einem Restaurant aus Florenz. Ja. Von daher, die wissen, was gut ist, die Italiener. Es sollte wirklich dezent bleiben, denke ich. Aber ich finde ein bisschen so, es ist wirklich richtig lecker. Ich finde, es passt auch super gut jetzt zur Zitrone. Dieser Algengeschmack mit der Säure von der Zitrone. Das bringt es irgendwie nochmal aufs nächste Level. Man könnte auch beide Sachen weglassen, finde ich. Und dann hat man trotzdem ein richtig leckeres Essen. Weil der Geschmack, der kommt natürlich durch den Parmesan, durch den Wein und durch die Pilze natürlich. Und diese Textur, die ist einfach klasse. Also, das ist wirklich die perfekte Konsistenz. Ja. Die Kräuterseitlinge, die sind sehr, sehr fest. Ne? Die sind schön hart. Also, Ich finde es interessant, weil es halt genau so ein Gegenstück ist zu diesem cremigen. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Und mit vielen Basic-Zutaten. Also wenn man jetzt die Algen mal weglässt, sind es alles so Zutaten, die man in der Regel zu Hause hat. Vielleicht den Weißwein jetzt gerade nicht oder die Pilze gerade nicht, aber im Grunde hat man alle anderen... Wieso isst du mein Essen eigentlich? Ich würde das mit Zitrone probieren. Ach so. Ich finde beide gut. Ich kann nicht sagen, was es ist. Es ist unterschiedlich, aber ich glaube, ich finde das mit Alge und Zitrone wirklich nochmal einen Tick besser als... Ja, aber dann würde ich entweder Algen oder Petersilie. Ich finde beide zusammen. Ja, schon mit der Petersilie muss man vielleicht aufpassen, weil die einen sehr starken Eigengeschmack natürlich reinbringt. Also das ist ein tolles Rezept, wenn man zum Beispiel, wenn ein Typ, ein bisschen eine Frau, wie sagt man das? Ein First Date essen. Ja, ein First Date essen, um sie ein bisschen zu überzeugen. Auf jeden Fall. Perfekt. Von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Ladet euch irgendjemanden zu Hause ein, kocht das mit einer Person zusammen und habt einfach einen richtig schönen Abend in der Küche. Dieses Risotto ist dann das absolute Highlight nach 40, 45 Minuten Kochen.
Dazu noch einen guten Weißwein und der Abend ist im Grunde perfekt. Wirklich beeindruckend, dieses Risotto, was Aurélie uns heute gezeigt hat. Danke an der Stelle nochmal dafür. Ja. Ich werde mir gleich noch einen Nachschlag holen, denn die Menge, die wir gemacht haben, die ist ungefähr für 4 Personen. Also könnt ihr euch ruhig einen richtig schönen Kochabend machen mit Freunden und dann dieses Risotto auftischen. Ich bin mir sicher, es wird alle begeistern. Die ganzen Zutaten und die Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Von daher sehr gerne nachkochen und dann auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin total begeistert und mich würde wundern, wenn ihr irgendwas zu meckern hättet bei diesem wundervollen Essen. Also es hat mich gefreut, vielen Dank für die Einladung bei dir. Von daher viel Spaß beim Nachkochen, begeistert euch, begeistert andere und ich würde mich super freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, guten Hunger und ciao. Ciao.